Mann, du Scheiß! Blub, verpiss dich! So, und ab hier lasse ich meinen Schirm auf. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock nochmal zu sterben. Genau. Selbst wenn es lächerlich wirkt. Ach, das stört dich doch sowieso nicht, oder? Nein, mit dir wirklich immer lächerlich. Und ja, hier ist ein kleiner Block. Also ich habe da nichts hingestellt. Darf ich so wissen? Nein. Und wie komme ich jetzt durch? Kann ich durch die Lava durchlaufen? Nee, ne? Nein. Warte mal. Wo bist du? Lauf einfach weiter. Du wirst finden. Jetzt muss halt ein bisschen zickzack gehen, aber alles ziemlich zentral, denke ich, runter. Strich. Warte mal. Achso, meine Dreckblöcke sind alle. Genau, was anderes, was ich da platzieren kann? Ja, Eisblöcke. Eisblöcke und Lava. Oi. Hi! Die tun ja gar nichts, die Lava. Ah, jetzt klingelt mein Telefon. Warte. Ah, nee, jetzt brummt er gleich wieder. Hallo, okay. Das heißt, dass wir wahrscheinlich gleich aufhören müssen. Ja. Ich will noch, was auch immer ich holen wollte. Kann es sein, dass in der Hölle nicht mehr so viel los ist? Ich wollte noch ein paar Goldbarren holen. Also Goldwert, ich zwei Goldbarren machen kann, damit ich mir dann die Spitze mache. Naja, du hast ja dann auch genug Gold eigentlich. Ich hatte keine Fackeln mehr. Ah, da unten ist die Hölle. So, hab den bösen Block weggemacht. Cool. Allerdings ist da unten noch mehr Block. Seltsam. Du weißt ja, wo es lang geht. Kannst du kurz auf ihn warten. Wie spät haben wir es eigentlich? Na, kurz vor 23 Uhr. Passt doch. Wie lange haben wir jetzt gespielt? Oh, ja. Warm. Oh, ich bin wieder da. Ach, lange. Was? Also hier rechts ist irgendwie Kupfer. Und da hat irgendwer ins Guide geschrieben. Ah. Und? Was? Und? Und was? Wer hat den Skype geschrieben? Keine Ahnung, müsste ich nachgucken. Gucke ich aber aktuell nicht, weil hier gerade Monster rumspringen. Aue! Oh, jetzt bist du Gold. Toll. Warum laufe ich jetzt in deiner Richtung, wenn du tot bist? Weil ich da unten gerade an der Hölle angekommen bin und ein Seil runtergelassen habe. Also solltest du mal hingehen, da liegt auch Gold. Nein. Wollten wir nicht irgendwas tauschen? Oder du wolltest irgendwas haben? Genau, du wolltest irgendwas haben. Und du wolltest ihm den Bogen geben. Also doch tauschen. Aber wenn ich jetzt zu dir runterkomme, sterbe ich ja da unten. Sicher, ich kann mir den Enter haben. Was? Die vermeintliche Goldader war ein Stück Kupfer. Achso. Warte mal, der Flaschengeist, der ist hier. Wo ist denn dieses Ding? Was? So, du hast es aufgesammelt. Und jetzt hast du mir einen Bogen gegeben, wo ist der? In die Lava gefallen. Unheimlich. Was ist das Ding? Was hast du mir überhaupt nochmal gegeben? Ach, Flasche, genau. Also, hat noch jemand Silberbarren? Ah, da ist der Wohnbogen. So. Jetzt habe ich noch im Inventar 6 Golderz. Reicht das für 2 Barren? Nee, ich glaube, das kostet 4. Ja, pro Erz. Kostet 4. Also noch 2 Golderz. War da nicht an der einen Ecke noch 2 Stück oder hast du den? Ja, ich hab's gerade gesehen. Hatte ich ja gesagt. Ja, und wenn du jetzt ein Stück tiefer gehst, da ist dann bald ein Seil und da ist dann die Hölle.
Helle. Ganz genau. Ein rot leuchtender Zombie? Hab ich irgendeinen Tank genommen? Lol, ich habe tatsächlich irgendeinen Tank genommen. Wann habe ich den Tank genommen? Vielleicht bist du auf einen Knopf gekommen, der automatisch alle Buffs aktiviert, die du in deinem Inventar hast. Kann auch sein. Naja, egal. Oh mein Gott, ein Hase wird mir grün angezeigt. Ah! Ich will so nicht leben! Ach, das ist eine Plattform. Ah ja, Enterhaken. Hergestellt hattest du ihn noch nicht, du hast nur Haken reingelegt, oder? Ich glaube, ich hatte hergestellt. In welche Kiste hast du gepackt? Ah, ich sehe schon. Hab gefunden, danke. Und er wird einfach da oben lang, weil ich mich hier durchgraben muss. Ich wollte nur zeigen, dass da oben nichts ist. Und hier links ist scheinbar auch nicht. Ah, da geht's ja noch tiefer. Okay, da kommt ihr jetzt gleich zum Seil, genau da. Da sind wir. Und da wird es gestorben und da hast du jetzt nochmal Gold eingesammelt. Also da müsst ihr jetzt vorsichtig sein, da weiß ich nicht mehr, was passiert. Na, erstmal kommen viele Monster. Ach, was ist eine Hölle? Na, das hat mich ziemlich schnell getötet. Ach, ja. Das will schon was heißen, wenn ich da sterbe. Das ist ein Dämon. Ich hab eine perfekte Silberrüstung an, bis auf dem Helm. Alter, ich habe an dem Wurm keinen Schaden gemacht. Hey, da unten war schon so eine Dämonenaltar, Dings. Also, Höllenschmiede meine ich. Bett. Cool. Höllenschmiede wäre natürlich optimal. Ja, es war. Ja, doch. Ja, was haben wir denn? Hat noch jemand Silber? Nur Münzen. Nö. Verdammt, dann hole ich mir jetzt noch irgendwo ein bisschen Silber, damit ich die Silberrüstung komplettieren kann. Also Gruffel, wenn du noch Zeit hast, könnten wir nach links zu dem Baum gehen und Geleitschutz und ich farm das dann mit dem. Vielleicht 10, 15 Minuten, da würde ich aber wirklich aufhören wollen. Kriegt ihr ja wohl hin. Dann kann sich einer noch seine Meteoritrüstung im Bestfall herstellen und dann wird's richtig gut. Los, dann laufen wir nach links. Bisschen Holz. Was, Holz? Ja. Wofür Holz? Für eine Spitzhacke. Vier Holz. Guck mal in die Kisten rein. Normales Holz habe ich hier. Ja. Scheiß Tür. Weil ansonsten in der Truhe hätte ich auch noch dieses Mahagoni-Holz, aber das bringt ja leider auch nichts. Was brauchst du denn für eine Spitzhacke? Na, Gold. Aber die kannst du nicht zweimal machen, ne? Nee. Na, ich habe nur gerade so viel Gold gehabt, dass es zweimal reicht. Ach, Gold ist knappe Ware. Woraus kann man noch gute Spitzhacken bauen? Dämonit. Da müssen wir aber den Wurm vorher killen. Dämonit, was wir jetzt auch gleich sammeln, da kann man auch eine Spitzhacke bauen und das ist gar nicht so verkehrt. Stimmt. Damit können wir, glaube ich, auch durch den Dings bauen. Ja, das musst du sogar hinhauen. Lauf nicht zu weit weg, ne? Ja, du weißt, er meckert dann. Nein, aber er stirbt dann vor mir. Das auch. Gar nicht. Ah, das stimmt doch gar nicht. Aber ich brauche echt mal eine neue Rüstung. Was für eine hast du noch an? Na, die wir uns vorhin gekauft haben und ansonsten mein Mahagoni-Helm und Mahagoni-Schuhe. Ah, ich habe meine Silberrüstung bei komplett. Tja, ich nicht. Silberrüstung gehört zu den besseren Rüstungen, die man am Anfang machen kann, ne? Mit Gold vielleicht. Naja, Gold wäre noch eine Stufe besser, aber das brauchen wir erstmal für andere Sachen. Eigentlich nur für die Spitzhacke. Die anderen Sachen sind noch stärker als das, was man damit machen kann. Wir brauchen ja direkt diese Spitzhackenkraft.
Fisch in Barra. Bei der Kraft von Spitzhack. Oh, du bist schon wieder ein ganzes Ende weit weg, Julian. Du bist halt zu langsam. Ich hab ja auch nicht diese Hermesstiefel, ich hätte sie gerne. Boah, jetzt kommen wieder die Ausreden. Ich find's lustig. Ich hätte sie ja gerne gefunden. Oh, wir sind Mann, ich hab schon. Was? Wir sind fast beim Baum. Ich habe einen Schirm in der Wüste. Ein Schirm in der Wüste. Mein schöner Schirm, der schützt mich vor den Wüstenregeln. Ah, oh, die können sehr stimmen. Komischer kleiner Blob. Um den ich normalerweise bei dem. Ich bin, ich müsste auch noch irgendwo umreißen, oder nicht? Ich dürfte jedenfalls nicht despawned sein. Siehste? Na, hier hoch müssen wir. Da hoch? Na gut. Dann brauche ich ein Seil. Oder was anderes. Na gut, ein Seil. Glaubst du, ich muss mal hier bauen. Ich könnte aufhören, da so einen Scheiß zu bauen. Wir könnten Grofel auch noch einen Enterhaken bauen eigentlich. Ich habe noch zwei Haken dabei. Dann baut mir wieder einen Enterhaken. Ich brauche. Wenn ich das nächste Mal oben bin, ich werde wahrscheinlich sowieso bald sterben. Ach so, hier hast du dies gebaut, okay. Ich habe noch Smaragde gefunden. Smaragde brauchtest du ja nicht, konntest du ja nichts mit anfangen, oder? Glaub nicht. Ach, da oben ist der Metroid gelandet, na toll. Kann man lange suchen, wa? Ernsthaft, das ist Kat. Kat, yes, 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 yes. Wir dürfen halt nicht berühren. Können wir den eigentlich mit unseren normalen Spitzhacken abbauen? Ja. Gruffe. Ach, Erik, kannst du mit Gold auch Obsidian abbauen? Ich weiß nicht. Bin jetzt schon fast tot. Ich versuche die Monster wegzuhalten, aber es ist gar nicht so einfach, weil ich ja noch, weil wir ja nach unten das abwehren müssen. Ich habe nicht so viele Waffen, die nach unten gehen. Jawohl, doch, ich könnte mich hier ranhängen, ne, und dann. Fuck. Ja, bin genau in dieses scheiß Ding reingeplumpst. Dann lauf hierher, ich halte die Stelle. Nee, aber wenn du Obsidian abarbeiten könntest, auch damit schon, dann wäre es auch einfacher. Wenn. Und meint ihr nicht, wir könnten noch die dritte Kugel zerstören? Ah, das darf ja recht wahrscheinlich nicht zur Zeit. Oh, schade. Den hätte ich jetzt gerne noch für sie. Ich meine, der Boss dauert ja so in dem Sinne auch nicht lange. Ja. Es dauert lange, bis Gruffel wieder zurückkommt. Na, morgen halt, ne? Morgen bin ich wahrscheinlich nicht da. Wie, morgen bist du nicht da? Das Wochenende bin ich doch wieder weg. Du fährst einfach wie Samstag. Sonntag. Ja, nächste Woche habe ich aber Urlaub. Und da bin ich hier. Kannst du nicht einfach Samstag fahren? So, dann komm her, ich beschütze dich. Ich meine, das wäre optimal. Ich meine, wie viel Wochen Filmmaterial haben wir jetzt? Keine Ahnung. Fanden sieht das extrem lustig aus, wenn ich mit meinem Schirm und den Stiefeln durch die Landschaft renne. Aha. Da will ich mal. Lol, an einer höheren Stelle hätten wir auch noch Gold gefunden. Wenn du dabei auch noch stöhnst wie in irgendeinem russischen Porno. Es ist ein irischer Porno. Genau. Schwedisch. Belgisch. Auf jeden Fall habe ich hier meine Verteidigungsstellung ausgebaut, also du kannst ruhig kommen. Wie viel Gold brauchte man? Ich bin ein automatisches Abwehrgeschütz. Du kannst abbauen, ich schütze. Ja, das abbauen können und es zu schaffen ist einerseits. Ich beschütze. Oh. Ich beschütze. Scheiße. Was? Der Händler, den ich wollte. Der ist jetzt wieder da. Lauf doch schnell zurück. 62. Geh du am besten hin, wir bauen hier ab.
Es läuft hier gerade richtig. Ich bin nicht da. Mit dem Abbauen. Warte, ich springe in die Lava. Wehe, wenn der Typ jetzt nicht das Ding dabei hat. Wenn er was irgendwas anderes dabei hat, kannst du mir das vorlesen. Ich sag dir, ob du es mir kaufen sollst. Ich habe dann nämlich auch noch Gold in meiner Truhe. Ich weiß nicht, glaube ich 3 oder 4 mindestens. Wollen wir nicht einfach das Gold alles zusammenlegen? Das ist doch eh scheiße. Aber die Blöcke, die du da stehen gelassen hast, die verhindern gerade, dass ich das Ding abschieße. Wo ist er denn? Da hinten. Aber die Blöcke, die ich stehen gelassen habe, brauchen noch, um hier lang zu... Nee, ist ja alles richtig. Beziehungsweise du könntest auch so ein Zeug da setzen, diese kleinen Dinger, wo ich durchschießen kann, diese anderen Blöcke. Anderen Blöcke? Diese Treppen oder was das sind. Plattformen oder was? Plattformen, genau. Weil da kann ich durchschießen, da kann ich dich besser beschützen als bei den anderen, wenn sie wirklich da so reinfliegen sollten. Ausrüstbar. Irgend so ein. Ist das ein Haken? Aber ich glaube, um Obsidian abzubauen, brauchte man schon diese. Meteorit, aber Obsidian müsste hier mitgegangen sein. Irgendein Tiger Skin, eine Wintercap, Pet High, irgendwas weiß man, das ist wahrscheinlich. Irgendwas mit irgendwelchen Fähigkeiten da dran oder so? Mode-Items brauche ich ja eh nicht vorlesen, wa? Nee, Mode-Items interessieren mich aktuell nicht. Nur wenn irgendwas mit Melee oder Fernkampf oder Magie steht. Nee. Mode-Items kommen ganz zum Schluss. Da ist höchstens so ein Extrato-Gurb. Ah, der kostet 10 Gold. Was machen wir? Warte, Quorum. Ach so. Inchest, Till, Waste oder so. Ach, nee, wahrscheinlich irgend so eine. Ist doch wahrscheinlich so eine Art Haken oder so. Ich meine, was heißt ein Grip? Ist doch ein Haken oder nicht? Wahrscheinlich. Ja, braucht man doch nicht. Sonst sind halt nur Mode-Items dabei. Also Müll. Dann ist diesmal leider nichts dabei gewesen. Eben. Na, das wäre jetzt scheiße gewesen. Kommt hierher und dann auch noch umsonst. So. Die fliegen gerade echt kacke. Habe ich gerade einen gewonnen? Vielleicht. Kann sein. Komm, ich werde wohl noch ein bisschen Silber finden. Ja, pack! Ja, kommt doch mal zu mir und nicht nur zu ihm. Ich bin halt näher dran. Da muss ich dich halt von hier schützen. Das ist zwar fast fertig, aber naja. Aber es sollte ausreichen vom Schutzfaktor her. Auch wenn es knapp ist. Na, der hat auch. Egal. Find's aber lustig. Das kracht genau in den Baum rein. Der Baum brennt kein Stück, obwohl er aus Holz und leicht brennendem Material ist. Jo. Kaum berühre ich das mit der linken Backe, brennt mein ganzer Körper. Tja, fucking Logik. Oh, da ist Silber. Silber. Das ist echt eine Hintergrundwand, die da in der Luft steht. Was ist eine Hintergrundwand? Achso, ja. Stimmt. Frag, was das ist. Witzig. Oh, ich sollte von einem Gegner abschießen. Was? Solltest du. Tu ich ja. Noch mehr Silber! Das ist jetzt echt eine Fackel in diese Hintergrundwand gesetzt. Versehentlich. Weil ich das mit Shift mache und mit Shift, wenn du keine Sachen ausgerüstet hast, hältst du noch die Fackel vor dir. Ja, ich weiß. So, komm, wenn wir das abgebaut haben, sind wir fertig. Muss ich noch Blei holen oder braucht keiner mehr Blei? Blei wofür? Du kannst mir eine Bleirüstung herstellen, aber die ist, glaube ich, nicht gesund. Naja, ich trage einen Bleihelm. Ich
nehme es einfach mal mit. Ich glaube, die Hölle werde ich heute sowieso nicht mehr besuchen, wa? Nee, wie gesagt, wir hören gleich auf. Erik baut nur noch schnell hier das Zeug ab. Und dann stellen wir kurz die Hacke oder was auch immer der will her und dann... Ah, dann gucken wir noch schnell wegen dem Bleizeug da. Ob wir es hinkriegen mit dem, was wir hier zusammengefarmt haben. Wenig ist es ja nicht. Nee, es sollte eigentlich ausreichend sein. Vielleicht hätte ja noch die Waffe hin, das wäre auch noch geil. 210 Meteorit habe ich schon. Haben wir schon. Jetzt hängt er wieder an, ey. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? Oh, ich kann die Zahl gerade nicht lesen. Ich glaube 171. So, mich mal kurz getötet. Ist nicht gesprungen. Ich bin gesprungen. Also hier steht was anderes. Die lügen. Kommen jetzt gar keine Monster mehr. Na, wenn die Steine weg sind, kommen keine mehr. Aber die sind ja noch nicht weg. Sag mir, dass ich jetzt genug gesammelt habe. Ja. Siehst du, sie sind noch nicht weg. Yes! Der Helm und damit ist die Rüstung komplett. Das war der Stein, der gebrannt hat. Z-Bonus plus 3 Abwehr. Ich glaube, das waren alle, ne? Ja, dann gehen wir zurück. Nein, aber... Ja, jetzt sitze. Warte. Das war da. Habe ich jetzt beide abgegeben? Ich brauche nur eine. Danke. So, dann will ich die Gegenstände vom Boden aufheben. Weil die Gegner haben einiges gedroppt. Geht das an der normalen Schmiede oder muss ich da unten an den Helm links? Keine Ahnung. Ah, ich muss an das Höllending. An diese Dämonen-Dings, meine. Oder an den Höllending. Ja, das wäre natürlich, die Mondschmiede wäre natürlich, aber das ist ja nur ein, zwei Sprünge. Warte mal, Gruffe, komm mal runter. Mhm. Rüstungsteil. Hey, komm zurück! Ach so, ja, stimmt, ich habe jetzt nicht gerade mit Erik verwechselt. Ja, so, habt ihr drei Teile gegeben? Das ist bleisert. Weil ich runtergegangen bin, ja. Na, ich bin normalerweise in den letzten Stunden unten gewesen. Also, diese Oberrüstung brauche ich von Blei nicht, weil wir haben doch die andere. Aber den Helm? Das kannst du behalten. Habe ich auch vorher getragen, schön aufgewärmt. Helm und Schuhe habe ich genommen, ja. Ja, behalte den Rest. So ist der blöde Händler noch hier, ich will mal gucken, was er hat. Ich glaube, der ist gerade abgehauen. Ja. Okay. Tja. Keine Geduld, diese Händler. Da kommt Kundschaft und sie gehen einfach. Was soll denn das? Ach ja, und Enterhaken, warte mal. Warte mal, haben wir noch Haken? Haben wir noch Ketten? Ketten haben wir nicht mehr, oder? Stell ich einmal her. Zwei Ketten habe ich noch, aber die reichen ja wahrscheinlich eh nicht. So, Uffel? Ja. Ja. Ein jetzt drück mal E. Yay, ein Enterhaken. Ich habe ein Enterhaken. Thank you very much. Wie stellt man den eigentlich her? Mit einem Haken und einer Kette, ne? Yep. Und Kette kriegt man ja ganz einfach. Ergibt Sinn. Ach, echt? Ja, vor allem sieht's lustig aus. So, und Pylian, wie weit bist du? So, warte mal. Ich muss es wahrscheinlich doch in dem Ofen hier machen. Warum er mir das vorhin nicht angezeigt hat. Na, das ist sehr praktisch mit dem Enterhaken, muss ich echt sagen. Warum? Da haben wir das Defaulte und da haben wir die Pulver. 88 Meteoriten war. Sieht total dämlich aus mit dem Schirm und dem Enterhaken. Was hast du gesagt, Erik? Ich wollte eine Rüstung machen oder diese Space Gun. Was war mit der Space Gun? Die hatte doch durch den Rüstungsbonus, dass man die dann etwas nutzen kann, aber schwach war sie eigentlich. Aber die haben wir doch für die Mauern aber benutzt, oder? Ich sag mal, schwach ist es am Anfang, glaube ich, nicht. So, ich kann jetzt eine Meteor-Hamm-Axt, kann ich schmieden. Oder Rüstung. Spitzhacke habt ihr schon, ja? Die kann ich gerade nicht. Aber die hast. Dafür, was fehlt denn da? Das ist die Frage. Guck mal nach. Weil sonst wäre es Schwachsinn. Wir haben das Zeug abgebaut und wenn wir jetzt die Hacke nicht nehmen, dann können wir doch irgendwas anderes wieder nicht machen. Oder? Konnte man überhaupt daraus eine Spitzhacke basteln? Oh,
Auch einer meint ja mal Musik laut zu machen. Ich nicht. Nein, bei mir im Haus. So, also, Anscheinend kann man damit nur die Meteorrüstung machen und die Space Gun. Sternkanone. Die Space Gun, wie viel macht die eigentlich an Schaden? Ganz ehrlich, ohne Rüstung ist die Space Gun Müll. Und die Rüstung kannst du eher gebrauchen. Naja, erst. Dann kann er ja die Rüstung machen. 40. 55 geht schon mal für die Rüstung drauf. Ja, dann mach erstmal die Rüstung. Ich sag mal, aktuell würde ich Helm und Schuhe bevorzugen. Kann aber die komplette Rüstung machen. Ja, wenn du die komplette machen kannst, dann mach die komplette. Jetzt habe ich aber nicht genug für die anderen Sachen, Space Gun. Wir machen doch nachher so wie die Tage sowieso nochmal noch einen Meteoriten, oder ja, nicht? Meteoritenrüstung. Also wenn sie keiner von euch will, nehme ich die Meteoritenrüstung. Also ich könnte sie nehmen, aber ich habe die Silberrüstung halt. Ich brauche noch eine neue Rüstung. Ich habe zwar jetzt gerade die Bleirüstung gekriegt, aber eigentlich will ich eine andere. Er hat sie da hingeworfen. Wo? Ah. Die hat ja auch irgendwie, wenn man die komplette Rüstung hatte, gab es ja irgendeinen Bonus, ne? Ja, dass die eine Waffe von dem Meteoritenzeug da kein Mana verbraucht. Sprich, du konntest damit endlos schießen. Na, dann müssen wir die auf jeden Fall herstellen. Ja. Ich meine, in dem Sinne, wir könnten ja nochmal ganz schnell versuchen, den rumzukrillen, Mann. Bitte, ich höre jetzt auf. Okay. Oh Mann, ich habe den Enter abgelegt. Na, anlegen. Also, ich würde jetzt sagen, wir machen in der nächsten Aufnahme weiter. Okay. Oh, sind ja weit gekommen. Gut, dann. Ja, eigentlich schon. Würde ich mal sagen, verabschiedet euch von den Zuschauern. Bye bye. Ciao, Leute. Sayonara. Scheiße.